EA Games. Challenge everything. So schön. Wie man instant 15 Jahre jünger wird. Man muss einfach nur die Sims 1 spielen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Sims 1. Ich hatte eigentlich vor, ich habe es auch noch wie vor, ein Sims 4 Let's Play zu machen. Aber irgendwie kommen dann Sims 1 dazwischen. Ich hatte auf einmal ihren Schluss Sims 1 zu spielen. Ich habe keins der Spiele mehr. Also ich weiß, bei meinen Eltern im Keller liegen sie irgendwo. Aber ja, dann bin ich auf Amazon gegangen. Keine Werbung. Und habe mir jeden Teil für unter 1 Euro und dafür jeder Teil 3 Euro Versandkosten oder so geholt. Ja, und habe jetzt praktisch, wie viele Teile sind es? 8? 7? Für 30 Euro ungefähr. Also ich würde sagen, Schnäppchen. Ja, jetzt habe ich das Ganze gestern, es kaum gestern, dann habe ich es installiert und ein bisschen rumprobiert, aber ich habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Es ist also so, dass ich Megastar und Hokus Pokus nie gespielt habe. Also ich glaube, ich bin dann direkt zu Sims 2 gewechselt, als das rauskam. Ich habe dann die letzten beiden Erweiterungspacks für Sims 1 gar nicht mehr besessen, sozusagen. Deshalb ist es auch für mich eine vollkommen neue Erfahrung. Aber auch Sims 1 zu spielen ist mehr oder weniger eine neue Erfahrung. Weil, wie gesagt, das letzte Mal ist halt wirklich mindestens 15 Jahre her. Wenn nicht sogar länger. Angefangen hat es bei mir damit, dass ich mit meiner Schwester zusammen immer gespielt habe. Also meine Schwester hat gespielt und ich durfte daneben sitzen und zugucken. Und ja, es war ein Highlight für mich, als ich dann zum ersten Mal selber spielen durfte. Daran erinnere ich mich noch. Naja, auf jeden Fall. Ihr seht schon, dass ich musste natürlich jetzt die Auflösung anpassen. Deshalb die schwarzen Ränder jetzt auf YouTube. Das geht leider nicht anders. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie Bild hinterpacke oder so, aber ich habe dann Angst gehabt, dass das vielleicht vom eigentlichen Spielebildschirm ablenkt. Deshalb heute jetzt schwarz. Für mich ist es alle ganz einfach, weil ich spiele im Fenstermodus, damit ich halt nebenbei nur mit OBS und so interagieren kann, weil wenn man im Vollbildmodus spielt und dann rauszappt, das mag das Spiel leider nicht so gerne, dann ist die Schrift hinterher irgendwie glitchy und man kann es immer richtig lesen. Deshalb also der Fenstermodus, der für mich ja, sehr winzig ist. Also ich muss die Augen zusammenkneifen und wenn ich mal Sachen nicht sehe, dann liegt es daran und nicht daran, dass ich eigentlich blind bin. Okay, aber jetzt laber ich gar nicht lang weiter, sondern ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir gehen jeden Schritt von vorne durch. Wir erstellen erstmal eine Familie. Ich habe gestern das Tutorial-Haus, da habe ich gestern kurz eben durchgespielt, einfach damit ich wieder reinkomme. Das Schwierigste wird wahrscheinlich eh die Steuerung sein. Ja, und den Typen hier habe ich gestern testweise erstellt, den lösche ich jetzt auch direkt. Jawohl. Ja, was mir überhaupt nochmal bewusst war, oder was ich vielleicht einfach nie wusste, weil es mich damals gar nicht interessiert hat, ist, dass Kinder in Sims 1 nie erwachsen werden und Sims generell nie sterben. Also an Alter. Jetzt, sie können durch andere unglückliche Umstände ums Leben kommen, aber nicht altersbedingt. Wusste ich alles nicht mehr. Weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Aber ich lasse mich da jetzt hoch einfach mal drauf ein. Habe ich jetzt auf hier drauf geklickt. Ja, okay, alles klar. Ich bin null vorbereitet. Ich habe keine Story im Sinn, die wir jetzt hier spielen könnten. Deshalb bear with me. Jetzt brauche ich erstmal Nachnamen. Ich bin so der Typ Mensch, der sich an seiner Umgebung orientiert bei solchen Sachen. Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Komm, wir nennen unsere Familie einfach Coffee. Wie John Coffee. Oh, den hat man, glaube ich, nicht so geschrieben, oder? Wie das Getränk. Hat er nicht immer gesagt, wie das Getränk? Aber anders geschrieben, glaube ich, hat er immer gesagt. Na gut.
unsere Familie heißt jetzt Coffee. Die Frage ist, wollen wir direkt ein Pärchen machen oder wollen wir als Single starten und gucken, ob wir anderweitig an einen Mann kommen? Wäre fast spannender, glaube ich. Coffee, machen wir Frau oder Mann? Ich würde mal sagen Frau, weil durch die Männer habe ich mich gestern schon durchgeklickt. Die Frau noch gar nicht. Das Outfit ist der Wahnsinn. Die Musik, oh, die ist so herrlich. Sims Musik war nie mehr so gut. Sims Musik ist immer gut, aber die war nie mehr so gut. Na, wie nennen wir die denn jetzt? Komm, Raffaella, denk das aus. Lola Coffee. Huch, jetzt bin ich natürlich gegen das Mikro gestoßen. Wie soll es auch anders sein? Ist es jetzt... Könnte es jetzt rassistisch aufgefasst werden, wenn ich Lola eine dunklere Hautfarbe gebe? Im Zweifel ja, deshalb lasse ich bleiben. Jetzt ist die Musik gerade sehr laut. Ich hoffe, ich brülle da gerade nur drüber. Ansonsten muss ich sie vielleicht gleich ein bisschen leiser machen. Vielleicht mache ich das direkt. Momentchen. Jetzt ist die Musik für euch gleich direkt weg, wahrscheinlich. Dafür hört man jetzt vielleicht im Hintergrund, zumindest wenn ich spreche, unseren Gärtner, der gerade Rosen mäht oder Hecke schneidet oder was auch immer. Und mit unser Gärtner meine ich jetzt nicht unseren persönlichen Gärtner. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und das ist halt der Gärtner fürs ganze Haus. Man hört es rauschen im Hintergrund, es tut mir leid. Ich habe eh schon alle Fenster zu. Aber er steht leider direkt vor unserem Fenster jetzt gerade. Deshalb hört man das jetzt wohl oder übel. Aber ich mache jetzt einfach die Musik wieder an, dann fällt es vielleicht nicht mehr so auf. So, okay, Lola. Lola ist... Früher habe ich es mir immer einfach gemacht. Ich habe einfach immer das Sternzeichen Krebs genommen. Das waren immer alle... Überall gleich viele. Ich mache jetzt mal überall gleich viele und dann passen wir das noch... nachträglich an. Okay. Lola ist... Oh, meine ganze outgoing, dafür ist es ja nett. Ordentlich, vielleicht auch nicht so, dafür verspielt. Ich... keine Ahnung. So, okay, so. Wassermann. Alles klar. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Es gibt sehr viel Auswahl. Zumindest bei den Männern gestern habe ich mich gefühlte Stunden da durchgeklickt. Ich habe allerdings einen Moment verpasst, wo ich am Anfang angekommen war, weil, ja, so viele. Ich konnte mir nicht merken, wie sie alle ausschauen. Was ein bisschen nervig ist, dass es sich... Die Musik ist immer nur sehr laut, ne? Aber ich habe es jetzt an meinem OBS geändert. Fällt mir gerade ein. Das war total schlau. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nur laut genug. Was wollte ich sagen? Dass sie sich immer drehen, ist ein bisschen nervig. Weil man dann den Kopf nicht richtig sieht. Ich weiß, dass ich sie früher oft gespielt habe. Oh, oh, oh. Geiler Hut. Mit Brille? Brille finde ich schon mal ganz interessant eigentlich. Ich meine, es wäre interessant, diese Megastar-Karriere da so auszuprobieren. Einfach, weil ich die halt noch gar nicht kenne. Aha, aha. Platinblond. Oh, große Ohrringe. Komische Mütze. Ach, das hat Bandana auf dem Kopf, oder? Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Sind wir durch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, sind wir noch nicht, oder? Die Frisur ist doch Wahnsinn. Ach Gott. Ich finde es ja total schön, wie der Kopf manchmal einfach riesig wird. Da jetzt zum Beispiel, voll der große Kopf auf einmal.
Die Frisur ist auch sehr interessant. Nee, mit der Frisur habe ich oft gespielt, glaube ich. Alles etwas eigen. Die ist eigentlich alles schlecht, oder? Hier, wir merken uns die mal. Ich klicke mal nur durch, bis wir wieder am Anfang sind. Jetzt sind wir am Anfang, oder? Ja. Okay. Da. Okay. Jetzt Klamotten. Das finde ich alles so ein bisschen speziell. Ich weiß, die Klamotte hatte ich oft an. Die riesen Augen, kann das sein? Okay, ein schickes Kleidchen. Bademantel. Ja, nein. 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 Nee. Schlaghosen sind halt alle mal so modern. Also ein interessantes Kleid. Das ist süß, aber es sieht eher aus wie Schlafanzug mit Schuhen. Oh, sexy. Konnte man da tatsächlich das ganze Spiel über im Negligé rumlaufen? Das wusste ich auch nicht mehr. Vielleicht habe ich es damals aber einfach nicht als Negligé erkannt. Uff. Ja. Nein. Oh Gott, ja, richtig. Ich erinnere mich, diese Riesenbrüste. Boah, das bringt so viele nostalgische Gefühle irgendwie gerade zurück. Also es macht mich nostalgisch und es bringt Gefühle zurück. So ist richtiger. Oh Gott, ja, das hatte ich auch ganz oft an. Aber es passt da irgendwie zur Frisur, wir merken uns das mal. Oh, das gefällt mir irgendwie auch, obwohl es sehr freizügig ist, aber hey. Oh Gott, das hatte ich auch oft an, das weiß ich schon, mit dem komischen Pferd da vorne drauf. Mhm, mhm. Ah, nicht schlecht. Grün, ich mag grün. Mir gefallen diese ganz simplen Outfits eigentlich tatsächlich ganz gut. Das Reiter-Outfit. Mhm. Oh nein. Ach, das ist wahrscheinlich Fußball-Dress, oder? Das geht auch nicht so. Nee. Mm-mm. Oh Gott, nein. Nein. Nein, nein. Nee, das ist dann zu badass. Die Brüste sind manchmal wirklich unglaublich betont. Aha. Oh, ich weiß. Es ist das Outfit, wo man hinten den Stringtanga sieht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Das war damals mit dem. War es das Party ohne Ende? Und die Brüste. Guckt euch mal die Brüste an. Ja. Das war irgendwie das Highlight für meine Schwester und mich, dass man da hinten den Stringtanga so sehen konnte. Ich meine, ich war. Hier, naja, richtig, hier ist es. Gott, das war unser Lieblingsoutfit, dann jetzt nicht mehr. Oh Gott, wie furchtbar. Aber wir hatten es immer an. Das ist halt auch cool, weil oben so Bieder irgendwie und unten dann die Doc Martens. Hat was. Das ist irgendwie auch niedlich. Gott, diese Auswahl. Aber sind wir durch? Das kommt mir gerade alles ein bisschen bekannt vor. Nee, noch nicht, oder? Doch, jetzt mit. Ach ja, richtig, damit haben wir angefangen. Was wollte ich? Ich wollte dieses stinknormale Kleid mit den Chucks dran, ne? Ist jetzt eigentlich völlig egal, ob ich noch links oder rechts drücke. Ich glaube, es war ziemlich mittig. Jawohl. Komm, wir nehmen einfach das. Alles klar. Donel.
Ja, ich würde sagen, Lola Coffee ist fertig und ich würde sagen, es bleibt erstmal bei Lola. Yes, we are quite sure. Coffee, alles klar. Und dann lassen wir die Lola doch mal einziehen. Bei mir ist alles sehr, sehr winzig. Also wenn ich bei OBS gucke, ist eigentlich so viel größer. Ein bisschen. Ich würde sagen, wir lassen sie mal in ein fertiges Haus einziehen, dass wir dann im Zweifel halt noch ein bisschen umbauen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Ah, okay, 20.000, glaube ich. This could be the house of your dreams if you buy. The family will have blah 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 to spend on household items. Hier wohnt schon jemand. Genau, und früher, in den, also vor Pets, glaube ich, also das tierisch gut drauf, hieß es so, Erweiterungspack, das hat dann praktisch den ganzen Teil hier gebracht. Und früher war es halt nur diese Nachbarschaft. Es gibt da 8 verschiedene Nachbarschaften, da kann man einfach, die schauen alle gleich aus, aber da kann man halt durchklicken. Hier oben. Und da kommt man halt zur Vacation Island, da wo sie Urlaub machen können. Hier kommt man zu dem Studio Town, wo ich. Also das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und auch die Magic Town habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und hier ist halt die Downtown sozusagen, wo man so für Dates und so. Ich glaube, es kommt mit Hot Date. Ganz sicher bin ich mir jetzt einmal. Okay. Ja, das ist natürlich ein schönes Haus, aber mit 800 übrig. Also wir sind mal alleine, wir brauchen keine so riesen Hütte. Wohnt da jemand? Nee, aber die können wir uns nicht leisten. Okay. Lustig, ich finde, das sieht viel größer aus als das, kostet aber weniger. Na gut. Nee, ich will nichts so Großes. Ich nehme das hier, das finde ich eigentlich ganz nett. Ach nee, das meine ich nicht. Welches meine ich denn jetzt? Das hier wahrscheinlich. Wir nehmen einfach das. Ja, wir sind sicher. Huch, okay. Ich warte gerade, bis die Musik vorbei ist. Recently, there's been talk of strange happenings at the edge of town. Word on the street is that merchants and carnivores have arrived, bringing with them a menagerie of strange, spooky and even magical things. There's also a new cab company advertising family rides to Magic Town. Maybe you should give him a call. Ja, okay. Alles klar. There's a new cab company in town. Give him a call on your phone to go town. Town, town, town. Downtown. Your Sims can also call their friends and invite them out too. Das ist toll. Old Town Shuttle. You can now spend time with your family and neighbors in the new historic Old Town District with features, parks, shops and an all new Pet Adoption Center. Ja, genau, ich glaube, wo er tierisch gut drauf gab es halt all diese Community Lots gar nicht. Pick up the phone and give the newly established Old Town Shuttle Service a call. Experience the community convenience of Old Town today. Wir können ihr ja dann ein Haustier holen, damit sie nicht ganz allein ist. Der Lola. Studio Town, greetings. The SimCity Entertainment Oversight Committee announces the grand opening of Studio Town. Please accept this complimentary subscription to our tabloid, the Studio Town Insider. Take a look inside. Who knows, you just might be the next talk of Studio Town. Meine Güte, Feeling Town. Dear Homeowner, Vacation Island Tours has now extended service to SimCity and the surrounding Tri-County Area. Your next vacation is just a phone call away. Our operators are standing by right now, waiting for your call. Genau, wir wollen kein Help-System. Dankeschön. Oh Gott, ja, und jetzt muss ich natürlich mit der Steuerung wieder klarkommen. Dazu rücke ich mir mal mein... Was, haben wir schon den ersten Besucher, oder wie? So, ich konnte hier mit Plus und Minus, konnte mal... Mystery Man. Danke, lieber Mystery Man. Okay, mit der rechten Maustaste kann man hier so... Bleibt er jetzt stehen, damit wir uns mit dem unterhalten können? Was tut er? Oder hat er uns nur ein Mystery-Paket hier abgeliefert? Wir gucken mal rein. Vielleicht ist die Frisur doch komischer, als ich dachte. Magico's Magical Starter Kit. This Starter Kit is a complimentary gift from the friendly folks at Magico Inc. who invite you to try their line of magical products for the home. This box includes everything you need to make your first spell. For more information on products and ingredients, consult your spellbook and home catalog or visit your new neighbors at Magic Town. Alles klar, damit können wir jetzt also, schick, zaubern. Das, ja, bringt mal, ups, nein, Also mit der Steuerung, es könnte ein bisschen hakelig werden jetzt die nächsten paar Folgen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Wow, das Haus ist kleiner als ich dachte, aber egal, es reicht. Okay, können wir das wegschmeißen? Add to Inventory. Ach so. Wir packen mal alles ein, was da drin ist. Warum mal immer da Butter drin ist, ich weiß nicht, aber wir tun's.